Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine kleine Servervorstellung von dem Server Live Minecraft. Ihr seht hier Live Minecraft, der Real Life City Build Server, das wahre Leben. Ich lese euch wie gehabt etwas Kleines vor vom Server, was geboten wird. Und zwar einmal arbeite dich zum Statthalter hoch und verwalte deine eigenen Städte. Okay, vom kleinen Hotelzimmer bis zum eigenen Grundstück kann man gehen. Es gibt wohl ein Geldsystem, es gibt ein Jobsystem. Man kann eigene Firmen haben, wie Abrissfirmen, Architekturbüros und so weiter. Es gibt ein Teamspeak, den werde ich nicht verlinken. Aber ich verlinke euch in der Videobeschreibung die Server-IP und die Homepage. Es wird ein stabil laufender Server ohne Lags geboten. Betreibe Handel mit anderen Spielern und es gibt wöchentliche Minigames, Events und eine PvP-Arena. Es gibt eine Vote-Belohnung, diverse Veranstaltungen, ein Lotto-System, Haustiere und. So, wir gehen einfach mal auf dem Server drauf. Willkommen, IKP auf Minecraft. Der Server, bla bla bla. Alles auf Englisch, das ist nicht gut. Ich habe jetzt einfach mal geklickt. Es gibt ein eigenes Server-Pack. Sehr interessant, gibt es auch nicht auf jedem Server. Wir schauen uns das mal an. Erstmal, guten Morgen. So, ja, ich werde jetzt nicht schreiben, dass ich ein Video aufnehme. Warum auch immer. Starthilfe. Es gibt ein Starthilfebuch. Warum fehlen mir hier die Haare? Oh, egal. Es gibt Start-Items. Sehr schön. Spawn-Gebiet des Servers. Alle auf dem Server verfügbaren Ränge. VIP-Member, ich bin bestimmt ein Member, ich bin gar nichts, okay. Ja, das sieht man auch nicht auf jedem Server. Die Lobby, weihnachtlich gehalten, wie man sieht, mal wieder zur Weihnachtszeit. Die Lobby an sich, ein kleiner Raum in einer Höhle, das gefällt mir. Hier draußen sieht es mir aus wie eine Default Map. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag es, wenn ein Server, wo man spawnt, auf einer Default Map ist, wo man einfach aus der Lobby rauskommt, bauen kann. Wirklich, man sollte aus dem Lobbyraum rauskommen, in eine Default Map dort bauen können, aber dann eine extra Farmwelt haben. Ein Free City Build Server sollte es geben. Und ja, verdiene Geld, indem ihr Rohstoffe in der Mindmap abbaut. Okay, hier unten, man kriegt unterwegs gesagt, was man so machen kann. Admin-Shop zum Freischalten geradeaus. Das machen wir jetzt natürlich. Was ist das? Interessant. Mit dem Freischalten akzeptierst du die Regeln zum Freischalten über die Druckplatte laufen. Befehl Vote, verdiene deine ersten 5. Dann, nee, das machen wir jetzt nicht. Hotel, Admin Shop, Mall, Befehle, Forum, YouTube. Haben sie auch. Das werde ich nicht verlinken in der Videobeschreibung, dafür aber die Homepage und die Server-IP. Ein Forum gibt's, das findet man ja auch auf der Homepage. Regelquiz, Spawn, Immobilien. Einfach rechtsklick auf ein Schild klicken. Absolviere das Regelquiz und erhalte eine Belohnung. Grundregeln, bla bla bla. Dort könnt ihr auch wieder zurück zum Spawn. Weiter geht's. Erbaut von Zwangi und Helfer. Zum Regelquiz, dann los. Auf gut Glück. Hier. Ist Griefen auf dem Server erlaubt? Nein.
Sind Beleidigungen auf dem Server und TeamSpeak erlaubt? Nein. Ist Spam und Caps Lock im Chat gewünscht? Natürlich nicht. Ist Fremdwerbung auf dem Server erlaubt? Nein. Sind unfaire Mods und Texturenpakete auf dem Server erlaubt? Nein. Sind auf dem Server vollautomatische Farmen sowie Clocks erlaubt? Das ist jetzt die Frage. Achtung, Abreißen verboten. Beispiel, eine vollautomatische Farm. Beispiel, eine Hühnerfarm. Die sollten überm Wasser sein, die Hühner. Normalerweise. Ich gehe jetzt mal einfach auf Nein. Genau. Ist das Töten von Mitspielern auf dem Server durch Spielerfallen und andere? Nein. Nein. Ja, natürlich sicher nicht. Ist das Betteln um Items, Geld und anderes, wie zum Beispiel Kick und Bann, erlaubt? Nein. Darfst du mit einem weiteren Account hier spielen? Nein. Wie viele Grundstücke darf ein Spieler besitzen? Ich gehe jetzt mal hier drauf. Bug-Using ist natürlich nicht erlaubt. Ist das Graben von einmal Einlöchern in der Farmwelt und Hauptwelt erlaubt? Nein. Was ist die maximale Anzahl an Tieren? Unendlich viele, 20 pro Chance. Schützt Unwissenheit vor Strafe? Nein. Fertig. Ohne dass wir die Regeln gelesen haben, sind wir durchgekommen. Warum kenne ich mich damit so gut aus? Es ist nicht der erste Server, auf dem ich spiele. Es ist nicht der erste Server, den ich vorstelle. Und so. Oha. Okay, es gibt Dia und... Eisenzeug. Top. Gefällt mir. Bombe. Wir werden jetzt aber erst einmal das Ressource-Pack rausnehmen. Hallo? Kann man nicht rausnehmen. Schade. Zum Spawn. Okay. Wo sind wir gespawnt vorhin? Lull. Irgendwo sind wir doch gespawnt. Wo war das? Wir waren doch in so einem kleinen, in so einer kleinen Höhle. Egal. Farmwelt. Was ist das? Städte und Grundstücke. Server-Team. Zur Mall und VIP-Lounge. Okay. Motto des Servers ist wohl moderne Zeit. Babas leckere Küchlein. Rechtsklick auf den Lebkuchen zum Handeln. Boah, leck mich am Arsch, bist du teuer. Ernsthaft? Aber geil. Das ist gut gemacht. Gibt's da noch mehr? Ne, das sind Deko-Köpfe. Oha. Oha, die haben hier so ein Essens-Plugin drauf. Geil. Aber das Nervige sind wieder diese Armor-Stands. Warum? Warum Armor-Stands? Es gibt ein NPC-Plugin. Warum nicht das? Hier gibt es den Game-Server, das End. Das gucken wir uns dann alles gleich an. Hier kann man nichts kaufen. Das ist die Farmwelt, gucken wir uns auch gleich an. Oha! Und das ist ein Plugin-Server. Geil! Also, ja. Schon allein dafür gibt es 3 Sterne. So, wo kommen wir hier hin? Zum neuen Pferdestall. Zum Anfängerspawn. Admin-Shop, Mall, Warp bei der Statue. Also bei dem dort. So, wir gucken uns... Da ist ein Banner. Wir gucken uns ganz kurz die Welt hier oben an. Anfänger-GS. Wanderweg über den Spawnberg. Okay.
Die Schneeflocken sind mit Cowabs gemacht. Interessante Idee. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Oha, hier kommt man also rein. Und hier wieder raus. Okay. Für was das große U dort steht, keine Ahnung. Der Spawn an sich gefällt mir schon mal sehr gut. Also, hier kann ich mich nicht beschweren. Aber ich glaube auch, dass teilweise hier wieder mit World Edit gearbeitet wurde. Man sieht es an der Schneelinie. Aber gut, ich werde mich darüber nicht beschweren, weil der Server mit diesem Essence-Plugin jetzt schon bei mir top ist. Rechtsklick auf den Glühwein. Oh, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Es tut mir leid. Oh ja. Und das ist nur Weihnachtszeit. Okay. Ja, das mit dem Essence-Plugin ist jetzt erstmal nur zur Weihnachtszeit mit dem Lebkuchen. Wie sieht das dann aus, wenn die Zeit vorbei ist? Buch hier kaufen. Nein, ich möchte kein Dings machen. Nein, ich will zurück. Ich möchte gern zurück. Ich wollte ja eigentlich gar nicht rein. So. Einfach nur geil. Server-Team. Kommt man nicht rein. Grundstücke. Spielerstätte, Serverstätte, Stadtverwaltung, Immobilien. Okay. Nee, ich möchte zu einer Spielerstadt. Oh. Okay. Hogwarts, Greifia, Guldschein, Tortuga, Miyaku. Das ist asiatisch. Oha! Im Aufbau. Elegant. Warte mal, wie ist die? Xion. Veritas Mittelalterstadt. Spruce Hotels. Nordamerika. Rom. Holy, das gefällt mir jetzt schon. Die sind alle noch im Aufbau. Ich gucke mir nur die Mittelalterstadt an, denn hier gibt es einiges zu entdecken. Ich hasse Schnee. Spruce Shop, Immobilien, Lift zu den Spruce Shops. Ich muss jetzt mal ehrlich sein, nach Mittelalter sieht das aber nicht aus. Also das Spawnhaus in einem mittelalterlichen Dorf, okay. Mich nervt nur gerade der Schnee. Okay, es könnte so ein Gemeinschaftshaus sein. Das, ja gut, aber das ist, ja, es ist nicht wirklich mittelalterlich gehalten. Ich glaube, man kann sich das Haus sogar kaufen, wenn ich das da richtig sehe. Hier hat man einen Planwagen. Gab es die im Mittelalter schon mit Plane drüber? Doch, ich glaube. Was haben wir hier noch? Das kommt schon wieder eher so mittelalterlich hin. Der Schneeberg eher nicht. Das Boot. Ja, so ein kleines Segelschiff. Da hinten ein größeres. Okay. Das kommt auch schon wieder eher hin. Der Turm nicht so wirklich. Entschuldigung, dass ich mich gerade darüber ja, ein bisschen auslasse. Aber da muss der Stadt ja schon nochmal durchgreifen. So, das ist das letzte Haus. Dann geht es erstmal zurück zur Lobby. Den würde ich sofort verwahren. Okay, das ist im Aufbau. Ja. Moment. Lobby. Jetzt ist es mir gerade ernsthaft nicht. Okay, man kommt nicht per Befehl zur Lobby zurück. Das ist ein Nachteil. Das
Nee. Ah, okay. Hier heißt es Sport anstatt Lobby. So, Farmwelt. Ich muss mich ganz kurz für den kurzen Cut entschuldigen, aber ich habe einen Anruf von meinem Sohn bekommen. Da gab es ein paar kleine Probleme. Dazu werde ich jetzt aber nicht eingehen. So, wir sind jetzt hier auf der Farmwelt. X-Ray ist strengstens verboten. Das ist Standard. 7x7 Löcher sind verboten und werden bestraft. Okay. Warum? 3. Oh, das ist ein 8x8-Loch. Okay, der wird nicht bestraft. Lull. Eine Default Map in der Farmwelt. Sehr nice. Ja, kaum Bäume. Das ist schade. Aber okay, am Spawn wird sowieso immer alles weggemacht. Wir gucken gleich mal, wie weit die Spawn Protection hier eigentlich ist. Denn dazu wird ja nichts gesagt. Okay, das Haus ist geschützt. Ab hier aber nicht mehr. Okay, es sind nur die einzelnen Sachen hier geschützt. Das ist eine Spawn Protection von, ich sag mal, ja, gut, 8, 10, 10 Blöcke in jede Himmelsrichtung. Also eine Spawn Protection von 20. Der Spawn ist klein gehalten, sieht sehr gut aus, kann ich mich nicht beschweren. Gibt auf jeden Fall ein Sternchen von mir. Jetzt gehen wir in den Nether. Ich rüste mich hier dazu mal ganz kurz mit der Axt aus. Der Nether-Spawn sieht geil aus. Der sieht geil aus. Ja. Wow, Alter. Mach da farbiges Glas rein. Aber der Nether ist schon gut abgefarmt, wie man sieht. Spawn Protection hört dann bestimmt hier auf. Das können wir gleich mal testen. Ja, den nehmen wir aber auch gleich mit. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Ein bisschen Quarz an der Decke, okay. Kann man immer gebrauchen. Biomtechnisch. Es ist ein Standard-Nether, einfach. Der Spawn gefällt mir sehr gut. Eine Glaskuppel, nicht zu impulsiv, nicht zu viel gebaut. Top, geil. Gefällt mir. Also, no, bei sowas kann ich mich nie und nimmer beschweren. So, dann gehen wir einmal in das End. Denn das hat meist Hauptaugenmerkmal bei den Leuten. What? Alles klar. Geil. Die Eier, okay, schön und gut. Ich denke mal, das End wird hier nicht resettet werden. Also hier hat man keine Chance auf einen, auf ein Ei. Was das hier soll, Top Thorn, keine Ahnung. Das Portal gefällt mir. Die Brücken gefallen mir auch. Das End an sich ist standardmäßig. Auch abgefahren. Da oben kommt man ins erweiterte End. Da hat sich jemand zugebaut. Um. Was? Oh, eine Enderperle. Warum? Da oben ist irgendwo der Enderdrache. Irgendwo da beim X. Man sieht ihn aber nicht. Und das Ding ist ausgestellt. Okay, dann lebt hier auf jeden Fall der Enderdrache noch. Dann wird da, oh, werden da irgendwo Barrierblöcke sein, die den safen. Ich würde gerne mal ins erweiterte End gehen, um zu gucken, wie das da aussieht. Ob man die Möglichkeit hat, irgendwie Elytras oder andere Sachen zu bekommen.
Das würde mich jetzt halt wirklich mal interessieren. Nein, 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 nein! Scheiße! Das wollte ich jetzt nicht, es tut mir leid. Hier. Oh Gott, 9 Blöcke reichen nie und nimmer aus. Okay, man wird wohl nicht durch können, denn es scheint eine Spawn Protection zu geben. Oh. Ja gut, da war ich tot. Wir versuchen es nochmal, denn mein Zeug muss dort liegen. Wenn man da jetzt nicht durch kann, ist es natürlich traurig, weil das erweiterte End gehört natürlich dazu. Ja. Okay, das werden wir wohl nicht herausfinden, denn ich möchte noch mehr zeigen. Erstmal alles hier weg, bis auf unsere Snacks. Hier hinten haben wir noch was. Games, das interessiert mich halt. Aufgrund Versionenwechsel funktionieren einige Games nicht. Slot Machine. Zocken und Geld abstauben. Wie mache ich denn das? PvP? Nein, möchte ich nicht. Hä? Was? Okay. Anleitung. Folgende Schritte, schalte die Maschine mit dem Hebel ein, da wo ein Aus auf dem Schild steht. Wähle nun deinen Einsatz mit dem Credit-Knopf. Hä? Ah, jetzt! Und habe ich was gewonnen? Anscheinend nicht. Schade. Okay. Game-technisch müssen wir da jetzt noch mal hin. Wir haben uns jetzt nur ein Game angeguckt. Nochmal. So, aber auf keine Slot-Maschine. Was haben wir hier? Tic-Tac-Toe, 4 gewinnt. Oh. Das ist ein Teamspiel. Schade. Was war ein Tic-Tac-Toe? Ich glaube, das mit Kreis und X, wenn mich nicht alles täuscht. SSP, Elemente, Moorhuhn, Jump'n'Run, das nichts für mich. MLG, was? Splack, Rookplace City, Elytra Flight, 1, 2, 3, Pong, Skyblock, PvP, so eine Winkelgasse. Hier gibt es sehr viel Abwechslung. Sogar ein Boxring. Geil. Okay, kommen wir zum Fazit von dem Server. Aktuell sind nicht viele online. Auf jeden Fall, der Server ist ausbaufähig. Hier Werbung für den YouTube-Channel, für Instagram, Twitter, Facebook. Oh. Machen wir das so. Ich brauche das ja jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall 2 Sterne für das Essens-Plugin. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist einfach nur top. Hat nicht jeder Server. Jobtechnisch habe ich jetzt nichts gefunden. Es gibt mehrere Städte, wo man sich aufbauen kann. So ein
Nee, du bist ein normaler Trading Villager. Döner! Yo! Okay, 2 Sterne für das Essens-Plugin. Ich habe jetzt kein wirkliches Job-Plugin gefunden. Oder andere Sachen. Es gibt 1 Stern für die unterschiedlichsten Top-Mean-Arbeiter. Es gibt wohl doch ein Job-Plugin, was ich noch nicht entdeckt habe. Es gibt einen fetten Stern für die unterschiedlichen Spielaktivitäten. Für die Spawns in der Farmwelt, im Nether, im End gibt es einen Stern. Für die ganzen Städte, wo wirklich alles noch ausbaufähig ist, gibt es einen Stern. Top. Der Spawn, nicht zu groß, nicht zu impulsiv. Ja, geil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles dazu sagen soll. Wir können jetzt noch mal ganz kurz das hier probieren. Ausgewählten Job erlernen, Check Item Bonus, zeige alle verfügbaren Jobs an. Genau. Gucken wir mal. Es gibt den Holzfäller, den Minenarbeiter, den Bauer, den Fischer. Minenarbeiter sind 20 Mann. Es gibt den Lanzer, den Jäger, den Alchemist und den Fischer. Es gibt einen Soren, ein Hellboy, Meeresbiologe? Okay. Einen Töpfer, einen Steinmetz. Es sind sehr viele Berufe, die es gibt. Ich weiß gar nicht, ich bin noch mal ganz kurz auf der Internetseite. Wie viele Berufe kann man erlernen? Ich hoffe nur einen, denn das wäre top. Was bieten wir? Viele spannende und abwechslungsreiche Jobs mit täglich verschiedenen Aufgaben. Okay, es gibt ein Questsystem. Es gibt die unterschiedlichen Jobs. Ja, alles im allen ein Server, auf dem man spielen kann, möchte, will. Ich werde hier definitiv auch 1, 2, 3 Mal in der Woche aktiv sein und spielen. Das sieht richtig geil aus. Ja, hier werde ich mich hocharbeiten. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Der Server gefällt mir einfach. Hier werde ich definitiv ab und zu mal zocken. Natürlich für mich offscreen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf dem Server. Und ich feiere immer noch das Essens-Plugin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir Kommentare, ob ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Macht mir Servervorschläge, wo ich ein Video über den Server machen soll, in die Videokommentare. Und der wandert jetzt natürlich nach oben in die Top-Liste. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.